noch ein bisschen mehr raus, wenn da einer entgegenkommt. Ja. Dann haben wir dann die linke Seite kaputt. Mhm. Vorne kannst du wieder nach links abbiegen. Ja. Genau, da muss immer, das kann gleich sein, dass nicht Autos kommen, obwohl dort ja Fahrverbot ist. Ja. Weil Zubringerdienst erlaubt ist oder von der Firma dort. Ja. Da kannst du vorne beim Kennvortritt dann rechts abbiegen. Gut. Kannst du nach dem Fußgängerstreifen eigentlich dann nach links abbiegen? Links runter, gut. So, die Spur, ja, so sieht das aus. Da 31. 31 geht so nicht die nächste. Ja. Und dann kannst du vorne den Verzweig dann nach rechts. Perfekt. Dann kannst du dann nach dem Abbiegen mal am Strassenrand rechts anhalten. Ja. Geht irgendwo da. Da, ja. Ah, ja. Schau ich mal, dass ich am Brand bin. An der Blinker rein und dann. Nicht zu nah für, also nicht zu weit für, dass du dann nicht zu nah an der Kreuzung stehst. Gut. Ja, so ist okay. Okay. Und dann kannst du das Auto mal abstellen. Zuerst den B und nachher abstellen. Genau. Eigentlich. Gut. Und haben. Ja, genau. Und jetzt, wenn es sehr steil wäre, wie würdest du es da zusätzlich noch sichern? So sichern am Berg? Das Lenkrad eindrehen. Also, zum Beispiel? Wenn es nach links dann. Ja. Dass, wenn das Auto fängt an zu rollen, oder? Dann, dass der Rand das. Also genau, dass in den Rand hineinrollt, das so quasi blockiert. Genau. Oder wenn sie, also du würdest da nicht so viel bringen, weil da haben wir jetzt keinen höheren Randstein. Ja. Da müsstest du jetzt die andere Variante wählen. Mhm. Was könntest du denn sonst noch machen? Das Keil in der Tour hinten dran. Genau. Also im linken Pneu. Rechter Pneu. Rechter Pneu. Strassenrand. Kannst du es so merken, wenn du das, wenn du losfährst und du vergisst den blöden Weiss, ja, dass der nicht mit auf der Straße liegt. Darum immer Strassenrand. Ah, dann weiss man. Genau. Okay. Genau. Okay, dann kannst du wieder losfahren. Okay. Da kannst du gerade rechts abbiegen. Ich habe trotzdem einen Rechtsvortritt, wenn du 8 Gas hast. Ja. Warte noch, warte.
wobei da. Die, das ist eigentlich ein Witz, dass der 80 ist. Also, okay. Hast du ja, gesehen. Ja. Ist ja auch, wie es aussieht, so, aber. Ja, da. Eigentlich. Also. Ja, kannst du ja fast nicht 80 gewesen. Lebensmüde. Ja. Ja, ist auch noch ein bisschen komisch. Ich meine, da stimmt schon die Autos. Ja. Da eine Tür noch macht und dann mit 80 kommst. Ja. Zack. Fertig. So eine Zone, also dort ist im Bar, da meistens ist 50 und da ist da 30. Das ist ja einfach eigentlich Hauptstrasse, oder? Mm. Jetzt kannst du da vorne an der Verzweigung kannst du dann rechts abbiegen, so wie der ja, schwarze Mercedes. Ja. Das ist ja so eine scheisse Verzweigung. Ja. Du kannst den Hals so verdrehen, oder? Das mm. Ja, der ist aber nicht zu weit führen wegen der Velo, weil die kommen dort auf dem Trottoir dann auf die Straße. Ja. Da kannst du gerade aus. Gut. Und dann kannst du noch Richtung Autobahn. Richtung einfach normal rechts abbiegen, Velostreifen musst du aber offen am Lichtsignal. Also es ist sehr weit rechts über. Ist ja nicht ganz so übersichtlich dort, aber ja, trotzdem. Einfach gerade für und halt dann rechts ab. Ja. Und da geradeaus. Ja. Und das weiß ich jetzt auch nicht, wenn du es nicht kennst, aber das ist jetzt gerade gut, jetzt rot. Ja. Jetzt rein optisch würdest du wahrscheinlich sagen, du müsstest die Mittelspur nehmen dort vorne, aber du musst auf der rechten bleiben. Also du musst einfach den Velostreifen als Führung nehmen. Ah, okay. Weil die, die jetzt links von dir stehen würden, die gehen dann auf die Mittler und müssen vorne dann reinfädeln. Mhm. Also du musst auch nicht blinken, das ist die normale Spurverlauf, einfach rechts bleiben. Ja, gut. Okay. Und dann haben wir diese Woche fast einen Unfall gehabt. Mhm. Der Schüler hat auch gesagt, ja, bleibst da und dann fahren wir los. Da hinten kommt einer Führer zu rasen und der Schüler zieht auf die Mittlerspur. Ja. Und gerade noch können eingreifen. Mhm. Rechtzeitig. Aber eben, da, ja, da ist doch der Tafel, stimmt. Ja. Ja, es ist ein bisschen, wenn es da ein bisschen Führungslinie hat, am Boden hat, wäre es ein bisschen einfacher. Ja. Schon richtig Autobahn Zürich. Mhm, gut. Autobahn Zürich. 60. Jetzt liegt ja gerade aus. Bin ich da richtig? Richtigen Novembertag heute. Ja, heute ist wirklich gar nicht schön. Gell? Aber ja, es hat irgendwie auch seine Schönheit. Finde ich. Ja, hast du zwar noch nicht gefunden, aber ja. Das ist so, ja. Es ist schön, zum zuhause zu bleiben. Wir müssen nachher dann Richtung Zürich. Zürich, ja.
reinfahren, ein bisschen schauen. Du bist jetzt an dem rechts ja vorbei. Ja. Aha. Nicht so gut. Das Problem ist jetzt, hinter dem, das habe ich schon gesehen, hat es wenig Platz gehabt. Also ja. Es wäre wahrscheinlich so gewesen, dass wir dann irgendwie zwei Autos nochmal hätten müssen vorbeilassen. Wäre auch ja, ein bisschen ungünstig gewesen. Ja. Aber mit dem rechts vorbeifahren musst du aufpassen, wenn du dann nachher wieder jetzt ist. Jetzt halt, ja, nicht so ganz einfach gewesen. Zu viele Fahrer, ja. Aber ich, ja. Genau, wir bleiben weiter in Richtung Zürich. Richtung Zürich, ja. Ja, wenn ich eben zu lange warte dort, dann kommt der nächste und ja. Sonst in so einem Fall, wenn du über musst, ja. Dann kannst du auch einfach mal den Blinker rein tun und dann okay. Schaust du, ob du dann einen Platz macht, weißt du. Ah, ja. Wenn es okay. Sonst nicht geht. Ja, ja. Sonst normalerweise sagen wir immer, dass du schaust und dann blinken, weil in so einem Fall, weil wenn du nicht blinkst, dann denken die, du gehst, du bleibst auf dieser Spur nach schon okay. Draußen. Ja. Und dann schauen die nicht auf dich. Ja. Und dann kannst du es mit dem Blink mal anzeigen und dann halt schauen, wie die reagieren. Du hast einen Audi A1, hast du? Audi A1, ja. Genau. Gut, ich glaube, der ist nicht viel kleiner wie der. Der ist einfach tiefer, das schon, aber tiefer von der Länge her wahrscheinlich. Ist minus. Nein, von der Länge her würde ich sagen, etwa gleich. Ja. Also weißt du, beim Parkieren habe ich auch gemerkt, mit dem habe ich keine eben Mühe gehabt, oder? Ja. So, ich müsste mehr schauen, oder? Weil es so gross ist. Also hast du am Anfang gesagt, schon 20 Meter. Ah, nein, da ist noch. Ja. Weil es immer verdeckt ist, habe ich gemeint. Ja. Ein bisschen mehr rechts, ne? Ein mehr rechts. Okay. Okay. Nein, 100 kannst du. 100 ist schon. 100 ist schon. Aber schon. Helfen. Nein, ist auch angenehm zum Fahren. Also, ja. Ja, nein, von der Größe her ist der nicht schlecht. Nein, ist wirklich. Viele meinen am Anfang, oh, aber ist ja auch gross, aber du guckst einfach hoch. Ist hoch, aber nicht. Von der Länge her ist er. Kannst du ihn dösen, dann raus, Winterthur dösen. Nächste Ausfahrt muss ich. Ja, gut. Schauen wir mal, dass die Sperrlinie da weg ist. Ja. Da so, das, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so haben. Wir haben jetzt ja. Zweimal Ausfahrt gesehen, jetzt musst du da nochmal raus. Weil jetzt sind wir quasi erst auf dem Pannenstreifen. Ja. Du musst dann schon ziemlich bremsen, dass dann da eigentlich wobei die 60 sind mega früh. Das ist jetzt ganz neu. Früher sind die 60 erst oben gewesen. Ja. Dann ist es auch gut gegangen. Ja. Und jetzt haben wir neuerdings da auch ein Lichtsignal. Da hat es früher nicht mehr einen Stopp gehabt, irgendwie 40 Jahre lang. Und okay. Ja, aber wenn du es nicht anders kennst, dann ist das für dich jetzt ganz normal. Ja. Nein, wir haben den Zug einfach Ausfahrt, oder? Und dann fahrst du raus. Also Bahnstreifen. Ja. Haben wir Bahnstreifen und Ausfahrt. So. Ah, okay. Da kannst du fahren, da kannst du fahren. Das ist grün. Einfach auf der Spur. Ja. Darum haben wir grün. Vorher war ja ein Stopp, ganz früher. Und dann, also ganz früher vor. Okay. Zwei Monate ungefähr. Und dort hast du schon immer halten und schauen, was kommt. Aber jetzt, wenn du grün hast, kannst du fahren. Weil die Bodenmarkierung ist dann ja zweitrangig. Also, ja. Du kannst von dieser Spur bleiben, vorne ja. Gehen wir richtig Dös dann. Dös aber, ja. Schwarzes Auto wahrscheinlich noch. Ja. Nein, also wir biegen natürlich rechts, aber das, was der gemacht hat, darf man nicht. Ja, wenn du da das blink rechts, genau. Und, ja, auf der Busspur gerade. Ja, yep, das wäre schlecht. Nicht erlaubt. Sicher, genau. Vorsichtig gesagt, ja. Noch einfach alles der Straße. Dann eher so rechts bleiben, aber nicht blinken, das ist wichtig, weil wenn du blinkst, okay. Hat die alles Gefühl, du bügst da rechts ab. Mhm. Die Kreuzung, das ist immer so ein bisschen Challenge. Also, das ist Vorder. Ja, ist wirklich eine Challenge.
So, Sandro. Ja. Wie ist es gegangen? Gut. Also mir hat es gefallen. Natürlich ein anderes Gebiet. Ja. Als das, was ich gewöhnt bin, oder? Also, ist eine Großstadt, habe ich müssen viel mehr konzentrieren als ja. bei uns, oder? Ja. Oh, aber durch das ist wirklich eine gute Erfahrung. Gute Übung. Ja, sehr gute Übung sogar, ja. 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 Hat mir gefallen. Also hat das mir ist gut getan. Ja. Tipptopp. Ein paar Sachen sind natürlich jetzt auch, ja. wegen dem, weil du dich nicht ausgekannt hast, wären jetzt nicht so gut gewesen, der Prüfung. Also am Anfang wären wir, ganz am Anfang sind wir, oder wären wir schon ins Parkhaus hier gefahren. Das wäre dann, aber das ist ein bisschen schwierig, wenn du es nicht kennst, rund um die Kurve, siehst du, rechts, und dann nimmst du halt die rechte Spur und die rechte geht dann ins Parkhaus. Ja, dann haben wir können schon warten oder andere durchlassen, und dann hat es dann funktioniert. Was aber dann weniger gut gewesen wäre, wo wir richtig Schaffhausen sind, hast du zwar die richtige Spur genommen, die linke, aber nachher hast du dann zwischen den Lichtsignalen noch wieder links abbiegen. Und dort hast du ja auch die Tafel gehabt, dass links nicht darfst abbiegen. Ja. Oh, Entschuldigung. Da darfst du nicht abbiegen. Ah. Dort musste ich schauen, dass man da nicht links geht, weil sonst wäre das dann ziemlich gefährlich und teuer geworden. Und dann haben wir einmal die Situation gehabt, dass wir dann beim Lichtsignal haben wir so halten und dann hast du gesagt, ja, ist rot und dann haben wir auch noch einen Stopp. Stopp sogar? Also wichtig, der Stopp ist dann nicht dort, wenn es grün wird, den Stopp gar nicht beachten. Ja. Der hat der nur dann eine Bedeutung, wenn? Dann musst du jetzt stoppen. Ja, wenn es nur Stopptafel ist. Also. Ja, oder wenn das Lichtsignal ausgeschaltet ist. Also jetzt am Sonntag zum Beispiel oder in der Nacht, weißt du, dann fährst du Führer, haltest an, schaust und wenn nicht kommt, kannst du durchfahren. Aber wenn das Lichtsignal läuft, das ist immer wichtiger, immer höher gestellt wie Bodenmarkierung. Okay. Dann, was ich immer schauen muss, ist bei der Rechtsvortritt, hast du die Tendenz, dass wenn ihr schaust, dass du nach links rüberfährst. Also einfach auf der Spur bleiben. Das ist jetzt entweder da oder bei euch, das spielt jetzt keine Rolle. Das die anderen Sachen kann man sagen, ja, ist jetzt vielleicht da, weil es ein bisschen speziell ist. Und nachher, wenn du so einen Wechsel hast von 80 auf 50, schau das bei der 50er Tafel. Also nachher hast du dann auch gut gemacht. Aber einmal sind wir dort mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, 64 oder so sind wir gefahren. Genau, ja. Dass du dort dann die 50 hast. Ja. Und beim Kreisel, wenn du rausfährst, immer noch schnell einen Seitenblick machen. Ja. Die wenigsten. Rausfahren und schon einen Seitenblick. Ah, ja, stimmt. Das noch dran denken. Das mache ich auch normalerweise, weißt du, ist eben einmal dort vergessen. Oder? Okay. Das, ja. Nein, das mache ich so. Dann hat es ein paar gute Sachen drin gehabt. Also Notbremse ist gut gewesen. Fahrverbot hast du gesehen gehabt, das ist auch gut gewesen. Rückwärtsparkieren ist auch gut gewesen. Jetzt da ist es auch, da ist es noch fast noch besser gewesen, weil da hast du jetzt noch ein bisschen mehr rumgeschaut. Das ist vorher, glaube ich, ein bisschen viel, glaube nur auf dem, oder vor allem mit dem Spiegel geschaut. Du immer ein bisschen auch den Kopf ein bisschen drehen. Also da ist jetzt ein bisschen besser gemacht. Ist jetzt leider nicht auf der Kamera drauf, aber es ist wirklich so. Dann haben wir noch das Bergsichern gemacht. Ja, also beim Anfahren noch blinken, wenn du anfährst. Und dann der Keil hättest du halt hinten links unterleitet. Das wäre jetzt auch nicht tragisch. Aber es geht darum, wenn du jetzt vergisst, dass der nicht mitten auf der Straße liegt. Schaut dir. Nein, das haben wir eben nicht in Zug, weißt du. Da frage ich jetzt eben nicht wegen Keil. Nicht? Nein, da frage ich jetzt nicht, das habe ich eben extra von der Fahrlehrerin gefragt, das frage ich jetzt okay. eben im Zug. Nein, wegen Keil. Okay. Die wollen eben nur... Drei Liter drehen, ja. Fertig. Mehr nicht. Okay. Aber ja, ist auch ein Unterschied, oder? Ja. Ja. Dann, was noch musst du schauen, genau, dort im Industriequartier, nach dem Parkieren ist das gewesen. Ja. Dann sind wir um die Linkskurve, wo man dort bist, schon sehr weit links reingefahren. Also schau, dass du dann wirklich schön rechts fährst, wenn du keine Mittellinie hast. Also nicht schneiden. Ja. Weil da könnte natürlich auch einer entgegenkommen. Mhm. Sind wir ja vor. Bleibt doch ein bisschen mehr raus, wenn da einer entgegenkommt. Ja. Dann haben wir dann die linke Seite kaputt. Aber einfach, dass du schön rechts bleibst. Ja, gut. Und dann, was glaube ich mehr muss schauen, ist so ein bisschen, wer hat Vortritt. Also vor auf dieser Kreuzung hast du dann ziemlich runtergebremst. Die Kreuzung, das ist immer so ein bisschen Challenge. Also, das ist Vortritt. Die von rechts haben aber Haifischzähne am Boden gehabt, also kein Vortritt. Und das kann halt dann gefährlich sein, wenn du dann Vortritt hast, aber dann so extrem bremst, dass die meint, okay, der lädt mich rein. Und dann fährt der auf einmal los. Ja. Und dann gibt es einen riesen Durcheinander, weil dann bremst du auch nur, wenn du unsicher bist und dann fährt er los und nachher kommst du dann überhaupt nicht mehr raus, weil dann wird es dann
ziemlich durcheinander gegeben. Ja. Also dort ein bisschen mehr vielleicht auf die Bodenmarkierungen schauen. Ja, wer halt Vortritt hat. Ja. Klar, wenn jetzt so eine, die Verzweigung, die ist relativ gefährlich dort, dann fahre ich auch nicht mit 50 durch, das wäre, also das würde ich jetzt nicht machen. Aber einfach nicht so extrem bremsen. Schon ein bisschen bremsbereit sein, vielleicht auf, keine Ahnung, 40, 45 oder irgendwie so. Ja, ja. Aber nicht gerade, du hast, ich weiß jetzt, ich habe nicht geschaut, aber wir sind doch recht langsam geworden. Ja. Genau. Gut. Und dann hast du halt das Risiko, dass der hinter dir dann vielleicht neu dich reinfährt. Also, genau. Einfach, ja. Ja. Genau. Ja, das wäre so ein bisschen das gewesen. Also jetzt alles in allem da hättest du jetzt nicht bestanden. Weil auch schon wegen dem Abbiegen und so, wegen Parkhaus und so. Ja, gut, das wäre jetzt vielleicht noch ein kleineres Problem, aber wo dann zwischen den Lichtern hast, weil abbiegen wird, das hast du ja wirklich verboten gehabt. Also im schlimmsten Fall wärst du jetzt halt ins Parkhaus eingefahren. Wenn sie immer anders gegangen wären, wenn wir halt unten schnell eine Runde drehen und dann wären wir wieder rauskommen. Ja, da wäre jetzt nicht so der Dings. Und auch jetzt wegweisen, wenn du mal falsch fährst, an dem gehst du an der Prüfung nicht durch. Aber wenn du natürlich dann so etwas ins Fahrverbot hier fährst oder ins Abbiegenverbot, dann schon. Ja. Genau. Ja. Genau, das sind so die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Okay. Genau, die Autobahn. Also das Innenfahren ist ein bisschen, sag jetzt mal so ein bisschen... Riskant. Ich muss jetzt noch mal schauen, auf dem Video dann, wo wir dann genau über sind. Aber ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu weit vorne gewesen, um dann noch an dem vorbei und dann wieder links über, weißt du? Mhm, ja, an dem... Weil eigentlich dürftest du bis an die Doppellinie. Ja. rechts vorbei. Mhm. Jetzt nicht ganz sicher, ob das dann nicht schon zu viel war. Ja, einfach, also ich weiss, es ist das Problem gewesen, hinter dem sind nochmal zwei Autos gekommen, relativ nahe, und vorne hast du auch Platz gehabt. Wahrscheinlich hat es jeder so gemacht, aber ja, ist ein bisschen Grauzone. So. Okay. Danke dir, gell? Ja, danke dir. Für die Möglichkeit. Gern. Wir dürfen ausprobieren und auf YouTube kommen. Genau. Genau. Und ja. Jetzt hast du mal Winti kennengelernt. Genau. Und ich mache das Gegenteil gemerkt, also wenn es ein bisschen grösser ist, ich meine Zürich wäre dann noch ein bisschen grösser. Ja. Nochmal, ja. Das kannst du dann nachher mal ein paar machen. Ja. Ja. Genau. Na gut. Gut. Danke dir. Ja, danke dir. Ja. Und euch danke fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ihm einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.